Tag. Hier ist wieder euer Franken Joschi von Rolling Euro. Ich überbringe euch heute Informationen über die Bahnfahrt mit dem Vulkanexpress durch die Vulkanregion Laacher See. Eine Reise mit der Broldalbahn ist mehr als eine Bahnfahrt. Sie ist pure Alltagsentschleunigung. Ein echtes Technik- und Naturerlebnis. Sie macht die Vulkanregion Laacher See mit ihrer einzigartigen vulkanisch geprägten Landschaft hautnah erlebbar und vermittelt ein Gefühl dafür, welche Anstrengung es die Lokomotiven kostet, rund 400 Höhenmeter zwischen Rhein und Eifel zu überwinden. Steigen Sie ein und erleben Sie eine einzigartige Schmalspurbahn in der attraktiven Landschaft der Osteifel. Auf der knapp 18 Kilometer langen Meterspurstrecke von Engen in der Eifel bis Brohl am Rhein überquert unser Zug mehrere hohe Viadukte und durchfährt einen knapp 100 Meter langen Tunnel. Fast 400 Höhenmeter werden überwunden. An den meisten Tagen werden unsere Züge von grün-beige lackierten Dieselloks gezogen. Erleben Sie, wie unsere Loks gerade auf der Steilstrecke zwischen Oberzissen und Engen ihre ganzen Kräfte entfalten müssen, um den Zug pünktlich ans Ziel zu bringen. An ausgewählten Tagen setzen wir regelmäßig zusätzlich unsere historische Dampflokomotive 11 SM ein. Einzeln hocken da, ne? Nein, weil ich sie brav macht, ne? Ja, ja, aber ich bin frei. Aber mein Franz noch. JP ist on the road, also on the railroad. Ja, der Jürgen, der muss jetzt gleich hinten dran rennen und muss schieben, damit der Zug rollt. Ja, das liegt, weil der Roll so übergewichtig ist und außerdem schlechte Atmung hat und so. Das macht ja nichts. Anna muss ja den Job machen, ne? Also ist das so. Ich muss halt die alten Männer immer mal anders schieben. Ich bin schwer krank hier, hey, weißt du, ne? Unsere neuen Bahnhöfe im Broltal sind ideale Ausgangspunkte für Ihre Ausflüge in die Vulkaneifel. Ob Sie mit dem Rad eine größere Tour oder ausgiebige Wanderungen durch die ausgedehnten Wälder und über die Eifelhöhen starten wollen, einer von unseren Bahnhöfen liegt immer in der Nähe. Als Ausgangspunkt für Streckenwanderungen eignen sich besonders die Bahnhöfe Niederzissen, Oberzissen und Engeln. Auf dem Osteifelweg des Eifelvereins oder über den Premiumweg Eifelleiter erreichen Sie so mit der Broldalbahn beispielsweise den Laacher See und Maria Laach, die Hohe Acht und Adenau oder aber das Ahrtal und die Informationszentren des Vulkanparks in Mendig und Mayen. Auch von den übrigen Bahnhöfen starten spannende Rundwanderungen, wie zum Beispiel die geologisch interessanten Geopfade, der Vulkan- und Panoramaweg und der Traumpfad Höhlen- und Schluchtensteig.
Römerbergwerk Meurin mit antiker Technikwelt. Das Römerbergwerk gilt als das größte römische Untertage Tuffsteinabbaugebiet nördlich der Alpen, vulkanischer Aschetuff. Einem Material, das die Region rund um den Lacher See einem verheerenden Vulkanausbruch verdankt, war ideal für die großen Bauvorhaben im Römischen Reich. Was brauchte man allein schon für die Erbauung Kölns? Und wie mühevoll war wohl der Abbau für die Arbeiter? Das können Sie vor Ort noch gut nachvollziehen, ohne in enge Stollen klettern zu müssen. Das uralte Bergwerk wurde mit moderner Architektur und aufwendiger Didaktik für den Besucherverkehr erschlossen und erhielt für seine Konzeption und Präsentation gleich zweimal einen der höchsten europäischen Kulturpreise.